Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Trend Better Aktien und Börse. In diesem Video möchte ich mit euch anschauen das Unternehmen und die Aktie von DraftKings, einem Unternehmen der Online-Sports-Betting-Branche. Eine kleine Sache vorweg, dieses Video ist natürlich keine Anlageberatung. Also zu DraftKings, ein Unternehmen im Daily Fantasy-Bereich im Online-Sports-Betting. Was ist da zu tun, falls ihr es noch nicht kennt? Ihr müsst euch so in der Kurzfassung vorstellen, es spielen einfach zwei Teams oder mehrere Teams an einem Spieltag gegeneinander und du kannst aus diesen Teams dir einen eigenen Kader mit einem fiktiven Geldwert zusammenstellen. Dann erreichen deine Spieler Punkte durch einen Pass, durch ein Tor, durch einen Basketballkorb, welche Sport auch immer. Und wer die meisten Punkte generiert, hat dann die Liga gewonnen. Wer die wenigsten geholt hat, hat seinen Einsatz verloren. So ungefähr. DraftKings ist einer der zwei großen Daily Fantasy Game Anbieter in den USA. Der andere ist FanDuel. Die sind aber nicht an der Börse notiert. Und man kann eigentlich sagen, dass diese beiden Unternehmen zusammen 95% des oder ihres Marktes unter sich ausmachen. DraftKings ist 2012 gegründet worden. Und erst vor kurzem an die Börse gekommen, im öffentlichen Bereich zugänglich für um die 30 Euro gewesen. Ihr seht es am derzeitigen Kurs, der steht bei Aufnahme des Videos bei 35,80 €. Es war im Oktober ein Spitzenwert von 53,50 Euro. Was war da passiert? Viel Fantasie, viel Euphorie. DraftKings investiert gerade sehr, sehr viel Geld in die Werbung und auch in strategische Partnerschaften, sei es zum Beispiel in den UK, United Kingdom, mit Menschenbet, den der ein oder andere auch kennt. Sie haben exklusive Partnerschaften, sie haben Teams gesponsert im US-Sport, zum Beispiel die Detroit Pistons, Nashville Predators, Philadelphia Eagles, New York Giants, Chicago Cubs. Sie haben eine strategische Partnerschaft bzw. einen Advisor-Deal sozusagen mit Michael Jordan, der Basketballlegende. Sie haben eine Kooperation mit ESPN. Da kann man auch drauf gespannt sein, was da noch alles kommen wird. Sie sind, falls ihr NBA-Spiele anschaut, sehr, sehr präsent bei diesen Spielen. Sie haben clevere Promotion-Aktionen, zum Beispiel die DraftKings Gift-Card, ähnlich wie eine Paysafe-Card oder Netflix-Karte im Supermarkt oder in der Tankstelle. Haben sie jetzt angefangen, diese DraftKings Gift Cards auch in diversen Tankstellen zu verkaufen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Die Pandemie letztendlich und eine nochmal dann Kapitalisierungsmaßnahme haben dazu geführt, dass der Kurs wieder in den 30er-Bereich zurück ist und jetzt im Prinzip so zwischen 35 und 45 Euro in den letzten Wochen und zwei Monaten hin und her transferiert ist. Was für mich sehr interessant an DraftKings ist, ist die derzeit rechtliche Lage. Tatsächlich kann man nur in 10 Staaten in den USA, dem größten Markt für DraftKings natürlich, legal Online-Sports-Betting betreiben. Das heißt, nur für 20% der Bevölkerung derzeit ist es überhaupt möglich, mit Geld bei DraftKings zu spielen. Vor kurzem erst sind Illinois und Tennessee dazugekommen. Das bedeutet, bis vor 3 Monaten waren es tatsächlich nur 8 Staaten, wo man legal sein Geld auf Glücksspiel, auf DraftKings setzen konnte. Und ich glaube, es steht außer Frage, dass dies ein wachsender Markt ist und mehr auch noch im Mainstream ankommen wird. Das heißt also, mit dem neuen Präsidenten Joe Biden, mit den Demokraten, vielleicht auch an der Spitze im Senat, könnten Gesetze noch mehr aufgelockert werden. Das heißt, die USA brauchen Steuereinnahmen und warum dann nicht zum Beispiel Online-Sports-Betting legalisieren? In mehreren Bundesstaaten auch, würde mehr Einnahmen bedeuten und das wäre natürlich ideal für DraftKings, aber auch für andere Sportwettenanbieter. Auch eine Expansion nach Kanada ist angestrebt und wie gesagt, wir sollten uns jetzt aber trotzdem erstmal auf den US-Markt konzentrieren. Mit den ganzen strategischen Partnerschaften, die ich zuerst erwähnt habe, gibt es schon genügend Potenzial. Aber dann ist ja auch noch unser Kontinent Europa da.
Also ich glaube, DraftKings ist definitiv ein Unternehmen, das sehr, sehr rosige Zukunftsaussichten hat. Nichtsdestotrotz muss man sich aber auch den Risiken bewusst werden. Eins der Hauptrisiken im Online-Sports-Betting-Bereich sind natürlich die Gesetze. Denn letztendlich, was legalisiert werden kann, wir haben das gerade auf der Pro-Seite gehabt, kann natürlich genauso gut ein Kontra-Argument sein, denn die Gesetze können ganz schnell auch so ein Unternehmen einstampfen bzw. Wachstumspotenziale wegnehmen. Also da muss man natürlich auch darauf achten, was die jeweiligen Regierungen der Länder da veranstalten. Selbstverständlich auch ein kurzfristiger Aspekt ist weiterhin die Pandemie, denn ohne Sport, ohne professionellen Sport in den Major US-Ligen wird es auch keinen Umsatz geben. Also da kann natürlich Corona auch nochmal mit reinpushen. Und beim Wettbewerb habe ich jetzt nicht so Bauchschmerzen. Da finde ich, ist DraftKings schon sehr, sehr gut aufgestellt, sehr bekannt und macht eigentlich auch mit genügend Werbemaßnahmen, ja, sehr, sehr viel, dass da nichts Großartiges passieren sollte. Sprich, kein Unternehmen aus dem Boden gestampft einfach die First Position im Market DraftKings abluchsen sollte. Na also, da sind wir schon am Ende angekommen. Was denkt ihr, ist DraftKings ein Sell, ein Buy oder ein Hold, falls ihr es schon im Portfolio habt? Der KUV liegt ungefähr bei 30, die Quartalszahlen vom dritten Quartal 2020 waren sehr gut, besser als von Analysten geschätzt. Ich bin gespannt, was jetzt im vierten Quartal rausgekommen ist und dementsprechend auch das Jahresergebnis. Ich kann mir vorstellen, dass kurzfristig der Kurs von DraftKings noch nach unten gehen wird, denn das vierte Quartal dürfte nicht so gut gewesen sein, da pandemiebedingt die meisten Major US-Ligen doch nicht in Betrieb waren. Ansonsten ist DraftKings für mich schon eine Aktie für 2021 und vor allem auch für die Zukunft. Wir werden in den nächsten Monaten auch hierzu ein Follow-up-Video machen. Wie war der Kurs? Wir werden uns auch nochmal die Online-Sports-Betting-Branche genauer anschauen. Und danke, dass ihr bis zum Ende hier durchgehalten habt. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viel Material am Markt. Lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.